Das Wichtigste in einer Beziehung ist Kommunikation. Haben Sie kommuniziert, miteinander geredet? Fast nur. Permanent. Es ist sehr mutig, eine Trennung begleiten zu lassen. Man kann doch nicht einfach so sagen, Schluss, wer kriegt den Fernseher oder wer nimmt den Hund? Man will das doch irgendwie verstehen. Ich habe jemanden kennengelernt. Gut. Wow, ich dachte, du flippst total aus. Was würde das denn bringen? Was genau zieht sie an bei dieser Frau? Muschi. Diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Laura, der ist 30 Jahre älter als du. Gicht, Arthritis, Demenz. Ich fühle mich so, wie wenn ich den ganzen Tag unter Strom stehe. Sie ist nur mal 30 Jahre jünger als du. Sie hat jetzt ein Brot im Brotschrank, das jeden Tag mehr schimmelt. Die ersten 4, 5 Jahre, die wir hatten, waren wundervoll. Dann wurde sie immer mehr zu einer Mischung aus Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Entschuldigung, dass ich unsere Kinder großgezogen habe, oder wie? Und wenn ich mal sterbe, dann werde ich nie irgendwas gemacht haben, was wahrhaftig außergewöhnlich war. Was hindert Sie? Ich habe jemanden kennengelernt. Er unterstützt mich auch. Zum Beispiel findet er es gut, dass ich mich selbstständig machen will. Was? Ich habe mein Leben lange genug zurückgestellt und deshalb werde ich jetzt eine Firma gründen. Was für eine Firma? Ein paar Unternehmen für Luftschlösser? Wieso sind die bei unserem Italiener? Ich glaube, da brennt ein Auto. Je länger wir zusammen waren, erzählte, was ich wollte, irgendwie weniger als was er wollte. Ich habe unsere Kinder geweckelt. Ich habe endlose Elternabende über mich ergehen lassen. Ich habe... Hi. Einen Bandscheibenvorfall. Sie sind ja auch im richtigen Alter. Weiß deine Kleine eigentlich schon davon? Also, dass du zu abrupte Bewegungen vermeiden musst? Aha.